ist auch immer sehr schön, wie also das Ganze, so wieder dreckige Fingernägel, ne? Der Elefant draußen. Bisschen kalt heute draußen und windig, aber ich habe euch ja gestern die Mistelzweige gezeigt. Jetzt zeige ich euch mal, wo diese Mistelzweige bei uns denn wachsen. Und zwar ist das hier. Das sind Pappeln. Und wie man sehen kann, die Bäume sind also über und über mit diesen Misteln behangen. Ja, da besteht natürlich Gefahr, dass dadurch dann, durch dieses Gewicht, was an diesen Ästen dranhängt, auch an diesen dünnen Ästen, dass dann halt ja, Äste abbrechen und herunterfallen. Das ist jetzt unser neues Heimatdorf. Also hier haben wir Obstbäume. Und selbst in diesen Obstbäumen wachsen die Misteln ja, unaufhörlich. Hier kann man noch mal sehr schön sehen, die ganzen Samen. Also die sind echt überschwänglich behangen jetzt im Dezember. Und hier ist ein Ast, der abgebrochen ist. Und ja, die meisten Misteln sind hier jetzt schon weg. Ja, die Spaziergänger nehmen sich das dann natürlich mit, ganz klar. Ich hatte euch jetzt gezeigt, wo die Misteln wachsen und ja, wie das Ganze aussieht, so vom Habitus her bei den Bäumen. Und mir ist gerade eingefallen, ich zeige euch das jetzt auch nochmal in Nahaufnahme, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird. Und dazu fahren wir da jetzt nochmal eben hin. Denn es gibt gleich Mittagessen und zu Fuß wäre mir das jetzt zwar nicht zu weit, aber kostet halt so viel Zeit. Von daher fahren wir da jetzt mal eben hin. Und dann nehmen wir die Säge und die Schere und dann schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt direkt dort vor Ort ein paar Aufnahmen mache oder ob wir uns ein paar Aststücke mitnehmen und das Ganze dann in der Wohnung im Prinzip auseinandernehmen und gucken, dass wir da ein paar gute Aufnahmen kriegen, dass wir vielleicht sehen, wie die Mistel sich mit dem Baum verbindet, um dort dementsprechend Saft und Kraft aus dem Baum zu ziehen. Und ich denke mal, das ist interessant und von daher machen wir das jetzt einfach mal. Im Moment haben wir auch ein bisschen Ruhe, Nicole und ich. Die Kinder, die sind jetzt bei ihrem Papa und ja, wir haben jetzt bis nach Neujahr Zeit für uns beide. Und auch dementsprechend Zeit natürlich, die Wohnung herzurichten. Und jetzt kann ich so ein paar Spielereien mal machen und auch mal just for fun mal eben irgendwo hin. Ohne dass ich den ganzen Ball nicht mitschleppen muss. So, wir sind auch schon da. Jetzt halten wir hier mal am Rand irgendwo an. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man direkt hinter der Haustür, auf gut Deutsch gesagt, schon die Natur, die Wildnis und auch Naturschutzgebiet hat. Denn dort ist echt eine Menge zu entdecken und hier gibt es auch sehr viele alte Kopfweiden, also was auch sehr interessant ist. Aber jetzt gehen wir erstmal raus. Hier draußen ist natürlich noch ein bisschen windig. Jetzt gucken wir mal eben, wie man sieht, hier schon alles abgenommen. Aber hier sehen wir den Übergang von der Mistel zum Ast, beziehungsweise zum Baum. Das Stück hier, das nehmen wir uns auch noch mal mit, damit wir ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Ich glaube, hier kann man jetzt nicht so viel sehen, aber wie gesagt, das machen wir dann zu Hause. Schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Rein damit und auf nach Hause. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen und jetzt fahren wir wieder zurück, damit ich euch den Kram gleich mal zeigen kann. Und ich habe jetzt hier vor Ort schon ein paar Scheiben abgeschnitten von den Ästen, also die, da wo die Misteln draufgewachsen, dran gewachsen waren, habe ich schon ein paar Scheiben abgeschnitten, denn das ist doch etwas einfacher, die Scheiben direkt am langen Ast abzuschneiden, als wenn ich mir ein Stück abschneide und das versuche zu Hause dann von der Hand in Scheiben zu schneiden. Das ist dann ein bisschen komplizierter, von da habe ich das jetzt direkt am Baum gemacht. Da kann man sich ganz schön und einfach Scheiben abschneiden, wenn man eine scharfe Säge hat. Damit geht das eigentlich ganz gut. Habe ich eine Säge denn? Ich bin gar nicht hier. Reingepackt.
dass ich die jetzt liegen lassen habe. Sonst ziehe ich vielleicht nochmal zurück, das wäre blöd. Lol. Also hier ist die Säge nicht. Den muss ich gleich mal gucken zu Hause. Nicht, dass ich die Säge vergessen habe. Wir kommen jetzt in eine Spielstraße rein, dann fahren wir langsamer. Damit die Leute hier nicht verängstigt werden. Wir haben ja selber auch Kinder, von daher. Auch wenn ihr keine Kinder habt, bitte Rücksicht auf Kinder. Denn irgendwo ist das die Zukunft für uns alle. Nicht nur für die Leute, die die Kinder bekommen und großziehen, sondern auch für die Leute, die keine Kinder bekommen. Denn ohne diese Kinder kommt ihr keine Rente. Denkt daran. Also seid lieb zu den Kindern. Und immer schön achtsam fahren. Bei solchen Siedlungen. So, sind wir erstmal zu Hause. Dann gucke ich erstmal, ob ich die Säge noch habe. Da wäre ich blöd, wenn ich jetzt nochmal zurückfahren müsste. Aber. Und dann werden wir jetzt sehen, ob ich die Säge vergessen habe. Das wäre echt der Hammer. Also hier ist er nicht. Da auch nicht. Einfach das Gefecht. Ich habe sie noch. Also das ist wirklich eine richtig schöne scharfe Schere und ja, die arbeitet auf Zug und damit kann man sauber und präzise arbeiten. So, und jetzt gehen wir aber erstmal rein hier. Ich habe jetzt mal ja, so eine Anwachsstelle von einer Mistel in Scheiben geschnitten, wenn man die sehen kann. Und das ist der eigentliche Ast hier von der Weide, beziehungsweise von der Pappel in dem Fall. Und hier ist also die Stelle, in der die Mistel eingewachsen ist. Und jetzt schauen wir das Ganze mal von innen an. Denn es ist doch sehr interessant. Da nehme ich jetzt eine Scheibe nach der anderen. Zumindest die, die jetzt aussagekräftig sind. Mal gucken, ob wir richtig auf den Schirm gleich kriegen hier. Fällt mir nicht alle kurz und quer durcheinander. Das finde ich auch gleich nicht mehr zusammen hier. Ja, doch, das geht ganz gut. Mal eben ein Messer, dann kann ich euch das besser zeigen. Also, das ist jetzt das Holzteil von der Pappel und hier, ab hier, der Bereich, das gehört alles zu der Mistel. Und wie man sieht, ist das also komplett verwachsen mit dem Holz der Pappel. Gucken, wie es von der anderen Seite aussieht. Und die Verbindung ist also wirklich sehr, sehr fest. Also hier sieht man es auch sehr schön, hier das Pappelholz. Und hier halt dann der Teil von der Mistel. Und hier sieht man sie noch besser, dass also wirklich komplett ineinander verwachsen ist. Und das Interessante ist also, das Ganze geht ja im Prinzip im oberen Bereich, spielt sich das ab. Und der untere Bereich bleibt also für die Pappel erhalten, damit also Saft zugegeben ist für die Pappel selber, dass also die Pappel am Leben bleibt. Aber man sieht, die kann sich also sehr kräftig verankern. Hier sieht man es auch ganz schön. Und umso älter so eine Mistel wird, umso weniger bleibt später dann. Hier sieht man es nochmal schön. Teil von der Pappel. Das sind hier ist der Kern. Also ist, man sieht also wirklich der komplette obere Bereich des Astes von der Pappel ist also jetzt ja, im Prinzip eingenommen. Wobei dieser Teil von der Mistel schon sehr alt ist, von daher ist das natürlich kräftig verwachsen. Und so holt sich dann die Mistel die Wasserzufuhr, beziehungsweise dann auch dementsprechend natürlich die Nährstoffe aus dem Baum. Da sieht man das auch nochmal ganz schön. Wie gesagt, hier im unteren Bereich, das ist die Pappel. Und der Rest hier ist halt die Mistel. Jetzt habe ich noch ein kleines Stück hier. Das sieht dann so aus. Das ist also ein dünnerer Ast, auf dem jetzt eine Mistel gewachsen ist. Und das gucken wir jetzt auch mal von innen an. Denn dort kann man sehr schön sehen, wie sich diese Mistel langsam in den Kern vorarbeitet. Das sieht man sehr schön hier. Also hier ist die Mistel hier oben. Das ist die Pappel. Und hier sieht man also, wie beim Zahn im Prinzip sich die Mistel die Verbindung oder in den Ast hineinwächst und damit eine Verbindung schafft zu dem Ast und zu dem Baum und somit halt sich mit Wasser und Nährstoffen von dem Baum dann holen kann. Mit
Da sind sie das auch immer ganz schön und klein. Wie also anfänglich hier durch die eigentliche Rinde, dann anfängt die Mistel ins Holz einzudringen. Das geht also tiefer mit den Jahren bis halt zum Kern. Und dieser komplette Bereich hier, den würde die Mistel dann später einnehmen und zur Selbstversorgung gebrauchen. Ja, ich denke mal, das sieht also wirklich sehr interessant aus. Jetzt hat man mal so eine Vorstellung, wie so eine Mistel denn am Baum wachsen kann, beziehungsweise wie sie sich dort festhält. Also die macht keine Wurzeln in den Baum rein oder so, sondern verankert sich, also macht eine direkte Verbindung mit dem Holz ein und ja, versorgt sich so. Also das ist eine sehr interessante Sache, finde ich, und ich habe noch ein paar Stücke, die ich mal auseinanderschneide. Und hier sieht man das auch nochmal sehr schön, wie also das Ganze, das sind wieder dreckige Fingernägel, ne? Der Elefant draußen. Also wie gesagt, interessante Geschichte. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz eine Mistel direkt auf einem Ast. Also man kann hier sehen, in dem Bereich konzentriert sich das Wachstum. Also die Mistel, die wächst nicht komplett durch den ganzen Ast hindurch, wo sie hin möchte, sondern die konzentriert sich wirklich auf diesen Bereich hier und dort holt sie sich dann das Wasser, inklusive Nährstoffe dann, die natürlich verbunden sind mit dem Wasser und kann so auf dem Baum wachsen. Also, eine interessante Geschichte mit der Mistel, dass die also wirklich fähig ist, im Baum bzw. am Baum, am Ast zu wachsen. Ja, ich denke mal, das ist echt total klasse. Und jetzt konnten wir mal einen Einblick werfen in die Struktur, wie sich denn so eine Mistel in so einem Ast verhält, beziehungsweise wie das da drin überhaupt aussieht. Denn das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen und ich war jetzt mal so neugierig. Ich hatte jetzt die Zeit, beziehungsweise nicht die Zeit, sondern ich hatte jetzt die Gelegenheit dazu, mal solch einen Ast in Scheibchen zu schneiden. Und ja, ich denke mal, das war eine coole Geschichte. So, und auch für so eine Mistel dann, wie gesagt, später mal selber vermehren, das wird mal ein anderes Thema. So, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Della Frohwisch. So, und heute, schönen 4. Advent. Ja, das machen wir nochmal. Gut. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und jetzt nochmal. Cut. Bei diesem Baum ist jetzt so, also der hat also unzählige. Ich meine, ich habe so euch auf einem. Oh, cut. Oh Mann, ey.